Ich lade die Dame ein. Wer zahlt den Flug? Bei dem ersten Flug zahlt definitiv der Mann. Es gibt manche Damen, die sagen, ja, okay, das erste Mal zahlt der Mann, aber bei dem zweiten, dritten Mal kann ich auch selber zahlen. Wenn Sie so ein Glückspilz sind und so eine Dame getroffen haben, dann können Sie etwas weniger Geld investieren. Aber generell gehen Sie davon aus, wenn Sie die Dame zu sich einladen, Sie übernehmen die Kosten. In diesem Fall, ich wiederhole es nochmal, in diesem Fall müssen Sie kein Geld überweisen, müssen Sie kein Geld nach Russland oder in die Ukraine senden. Sie kaufen selber mit Ihrer Kreditkarte oder ja, also was auch immer im Reisebüro, wenn Sie sich nicht so gut auskennen mit diesen Reiseportalen. Sie kaufen das Ticket, bekommen das an Ihre E-Mail zugesandt, leiten Sie das an die Dame weiter und die Dame kann mit diesem Papier, Tickets sich einchecken und fliegen. Also bitte, bitte nochmal. Kein Geld senden, sondern selber das Ticket kaufen. Und dabei passen Sie bitte auf, dass Sie Tickets mit dem Gepäck kaufen. Weil alle diese Flüssigkeiten, die eine Frau schön machen, wir brauchen das alles und es könnte sein, dass die Dame sehr viele Flüssigkeit mit hat, um ihr Gesicht, um ihre Haare zu pflegen. Deswegen bitte seien Sie nicht geizig, zahlen Sie für das Gepäck, damit die Dame alle ihre Lieblingsprodukte mitnehmen kann.